So, also letztes Mal in der Vorlesung haben wir über theoretische Informatik gesprochen. Wir haben uns Automaten angesehen und diese Automaten, die dienen dazu, festzustellen, ob ein Wort aus einer bestimmten Sprache ist. Wir haben dann auch über diese Sprachklassen hier gesprochen. Ich gehe noch mal kurz zurück. Hier über Sprachklassen gesprochen. Die einfachste, mit der wir, über die man, die man irgendwie komplett in ihren Eigenschaften beschreiben kann, für die man auch leicht einen Automaten bauen kann, sind diese Typ-3-Sprachen. Und außen hin wird es dann, sagen wir mal, schwieriger, teilweise interessanter. Und natürlich hier ganz außen, da kann man dann schon noch relativ wenig solche kräftigen Aussagen für alle und sowas treffen. Bei den, wir haben uns die Automaten angeschaut, die dazu dienen, die Worte aus einer Sprache zu akzeptieren oder auch nicht. Wenn sie es nicht akzeptieren, dann gehört ein gegebenes Wort eben nicht zu der Sprache, für die dieser Automat entworfen ist. Und sonst, wenn wir es also von so einem Anfangszustand in so einen Endzustand überführen können, dann gehört das Wort, das wir diesem Automaten da vorgeworfen haben, zur Überprüfung zu der Sprache dazu. Und hier steht mit so einem deterministischen endlichen Automat, erkennbare Sprachen, sind diese Typ-3-Sprachen. Also die Klasse von Sprachen, an die am meisten Anforderungen gestellt werden. Ich habe übrigens zwischendurch dann immer wieder gesagt, das ist so wie unsere Compiler, aber es lassen sich natürlich auch noch eine ganze Menge mehr Probleme darauf zurückführen, auf diese Automaten. Braucht jetzt nicht unbedingt ein Compiler zu sein, den wir damit implementieren. Automaten sind auch, das ist jetzt ein anderes Kapitel aus der Informatik, das Sie dann zumindest teilweise noch in der Vorlesung Rechnernetze kennenlernen werden. Automaten werden zum Beispiel auch gebraucht für Protokolle. So Zustandsautomaten nennt man die da, die den Protokollzustand beschreiben. Also wenn wir Daten austauschen, von Computer zu Computer, dann werden auch solche Automaten zum Einsatz gebracht. So, ich habe dann hier am Ende noch den Kellerautomaten präsentiert. Dieser Kellerautomat unterscheidet sich von den Automaten für die Typ-3-Sprachen, also die Automaten, die wir da vorher besprochen haben, dadurch, dass er so etwa so ein Zusatzgedächtnis hat. Also er hat nicht nur Er kann nicht nur seinen Zustand in so einer Zustandsvariable, wenn Sie so wollen, sein Wissen in einem Zustand aufheben, sondern er kann auch noch auf diesem Stack hier, auf dem Keller, weitere Sachen, die er sich merken muss, in Anführungszeichen, aufheben. Hier ist das ist sowas wie ein Speicher, eigentlich ein sehr spezieller Speicher. Man kann nicht so beliebig auf diesen Speicher zugreifen, sondern der Automat kann immer nur das oberste Zeichen da vom Keller wegnehmen. Und man kann zeigen, dass diese Kellerautomaten, dass die kontextfreien Sprachen akzeptieren. Und das ist schon wieder mal, eine neue und interessante Erkenntnis im Verhältnis zu diesen endlichen Automaten und diesen deterministischen endlichen Automaten und den Typ-3-Sprachen. Aber wie Sie hier sehen, es gibt ja noch weiter außen diese Typ-1-Sprachen und Typ-0-Sprachen. Jetzt ist die Frage, was braucht man denn noch? Wenn wir sagen, die
kontextfreien Sprachen, die kann man von so einem Kellerautomaten akzeptieren lassen, die werden von so einem Kellerautomaten akzeptiert. Da muss man sich natürlich fragen, was braucht man denn für eine Typ-1-Sprache zum Beispiel? Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen ausholen und über Berechenbarkeit sprechen, über diesen Begriff Berechenbarkeit. Und der Begriff Berechenbarkeit ist für uns als Informatiker natürlich nicht nur interessant, jetzt hier über Sprachen, die wir erkennen können, zu sprechen, sondern es geht uns eigentlich um viel mehr, nämlich um eine Charakterisierung. Was kann man denn überhaupt berechnen? Und da fangen wir an mit dem Begriff intuitive Berechenbarkeit. Und dieser Begriff intuitive Berechenbarkeit, den schreiben wir jetzt mal in der Definition auf. Eine Funktion f heißt berechenbar, wir nennen sie berechenbar, falls es einen Algorithmus oder ein Programm gibt, der, wenn man dem so eine Eingabe gibt, hier x1 bis xn, viele Parameter gibt, wie eine Funktion in einem Programm, sodass der ausgehend von dieser Eingabe den Funktion, das Resultat, die Funktion in endlich vielen Schritten berechnet. Endlich viel kann auch sehr, sehr viel sein. Wir machen hier also keine Aussage, ob das in kurzer Zeit oder berechenbar ist oder ob das 1000 Jahre dauert oder 1 Million Jahre dauert. Wir sagen nur, eine Funktion heißt berechenbar, falls wir eine Funktion, ein Programm haben, einen Algorithmus haben, dem wir die Eingabe geben können, sodass der die Funktion f von x1 bis xn in endlich vielen Schritten berechnet. Beispiele für etwas, was intuitiv berechenbar ist, ist zum Beispiel, sagen wir mal, das hier, f von n ist gleich 2 mal n. Das ist einfach genug. Wir müssen das n zu sich selber addieren. Oder eben einmal shiften zum Beispiel, haben wir ja auch schon gesehen. Also hier, da können wir uns ganz sicher sein, dass wir das berechnen können. Intuitiv sind wir uns da ganz sicher. Oder anderes Beispiel, dieses fpi von n, das werden wir gleich noch anderweitig zum Einsatz bringen. Das ist eine Funktion, die antwortet mit 1, Sie können es auch wahr nennen, falls diese Zahl n hier, falls die Ziffern der Dezimalbruchentwicklung von pi hat, also 314, das ist zumindest der Anfang der Dezimalbruchentwicklung von Pi und 314, darauf sollte unsere Funktion fpi von n dann mit Ja antworten und 315, da sollte sie mit Nein antworten. Und wenn wir, wie geht die Dezimalbruchentwicklung von Pi? So, weiter weiß ich es nicht. Wenn wir dem also die Zahl 3000, also das n 3141 geben, dann sollte er auch 1 antworten. Und wenn wir die Zahl 1000 geben, sollte er mit 0 antworten, dieser Algorithmus. Also das ist auch intuitiv berechenbar. Wir können uns auch überlegen, wie wir was hinkriegen. Irgendwann wird es natürlich anstrengend, wenn wir was mit 1000 Ziffern probieren wollen. Aber so für die ersten paar geht es ja noch. Also das hier ist jetzt unser Berechenbarkeitsbegriff. Eine formale Definition, eine richtig schöne formale Definition von diesem intuitiv berechenbar, das ist natürlich nicht einfach, denn diesen Begriff intuitiv, der ist ja genau das, was einen Formalismus schwer macht. Formulieren wir es mal so. Aber wir arbeiten jetzt mal mit dieser Funktion
mit dieser Definition von Berechenbarkeit. Und der Informatiker sagt dann, hier zwischendurch vielleicht noch intuitiv berechenbar, also um das ein bisschen klarer zu machen, dass dieser Begriff nicht so ganz super präzise ist. Wenn wir jetzt diesen Begriff Berechenbarkeit haben, also eine Funktion heißt berechenbar, falls ein Algorithmus existiert, dann kann man sich natürlich auch fragen, gibt es im Sinne von dieser Definition nicht berechenbare Funktionen? Und um das zu zeigen, da gibt es verschiedene Beweise. Der Alan Turing hat zum Beispiel vor 80 Jahren oder so ähnlich einen so einen Beweis erbracht. Es gibt aber auch noch andere. Ich will hier den Beweis nicht durchrechnen, ich will Ihnen nur so einen Ansatz geben oder eine Idee geben, wenn Sie dann irgendwann mal noch ein bisschen mehr Mathematik machen, dann können Sie sich vielleicht mal und insbesondere dieses kantorische Diagonalschema betrachten, kennengelernt haben, den Beweis dahinter angeschaut haben, dann kann man da nochmal drauf zurückkommen oder können Sie da nochmal drauf zurückkommen. Und die Frage ist, also wenn wir uns überlegen, ob es nicht berechenbare Funktionen gibt, dann packen wir uns doch mal nochmal diese Funktion hier, fp von n, und verallgemeinern die. Ist, wenn wir also eine Zahl r haben, ist dieses fr von n berechenbar. Für jede reelle Zahl. Das Wichtige ist hier, für jede reelle Zahl. Wir haben also jetzt hier so eine Superfunktion, und da werfen wir das n vor und die überprüft das dann für jede reelle Zahl r. Und naja, die Antwort darauf ist, weil es eben überabzählbar viele r's gibt, und das folgt aus diesem kantorschen Diagonalschema, aber nur abzählbar viele Algorithmen gibt. Deshalb gibt es diese Superfunktion, die also schaut, ob das n die Entwicklung ist von irgendeiner reellen Zahl. Das ist nicht berechenbar, weil es eben überabzählbar viele R's gibt, aber nur abzählbar viele Algorithmen gibt. Und man kann auch auf so diesen Beweis hier, wenn das ist so ein Beweisansatz, den kann man jetzt ausarbeiten. Und eine andere Methode ist, dieses kantorische Abzählschema ein wenig zu modifizieren, sodass man es gleich anwenden kann auf die Frage, gibt es nicht berechenbare Funktionen. Wir werden dann am Ende auch nochmal von diesem Kapitel auch nochmal darauf kurz zurückkommen. Es gibt noch eine andere Methode, sich das anzusehen. Also man hat schon eigentlich, bevor es richtige Computer gab, so vor 80 Jahren, Alan Turing, nicht ganz 80 Jahren, ich glaube, das war 1935 oder 1936 bewiesen. Und zur selben Zeit hat auch noch jemand anderes das bewiesen. Schon bevor es richtige Computer gab, hatte man eine ganz gute Idee, was denn berechenbar ist und was nicht. Wenn man sich jetzt noch ein bisschen weiter darum kümmert, Sprachen, die akzeptiert werden können, beziehungsweise Probleme, die berechnet werden können, so wie das der Alan Turing gemacht hat, dann kommt man auf so einen Automaten, die sogenannte Turing-Maschine, über den ich jetzt ein bisschen sprechen möchte und den wir als Standardcomputer sozusagen oder als standardisierten Computer zur Untersuchung und zum Beweisen von Berechenbarkeit benutzen können, wenn man also ein gegebenes Problem hat, dass man guckt, ob das berechenbar ist oder nicht. Der Alan Turing, der ist so 1912 oder sowas geboren, 1954 oder 1955 gestorben, der hat sich
das Leben genommen. Der war nämlich homosexuell und damals war das in England strafbar und dann haben sie so eine komische Hormonbehandlung gerichtlich verordnet bei ihm und das hat ihn dann in den Tod getrieben. Die Diskussion um seinen Tod, die ist dann auch lange weitergegangen. Ich habe hier früher auch mal ein Bild da von ihm drin. Das müssen Sie auf der Wikipedia-Seite jetzt selber angucken. Ich habe hier oben auch den Link drin. Von dem gibt es nicht so viele Bilder und alle Bilder, da sind irgendwelche Rechte drauf, sodass ich das nicht einfach so ein Bild in die Vorlesung reinpappen kann, leider. Deshalb müssen Sie sich das dann, wenn Sie es interessiert, noch woanders anschauen. Auf der Wikipedia-Seite kann man auch über den Alan Turing nachlesen. Ein richtiges Genie. Aber ich möchte hier über die Turing-Maschine sprechen und was man damit anfangen kann. Also es ist ein Automat, aber wir geben diesem Automaten hier, Sie sehen hier wieder so einen Zustand und hier sehen Sie die in tabellarischer Form eine der Übergangsfunktionen, die er haben kann. Übergangsfunktion so wie hier, oder Führungsfunktion so wie hier. Ne? Und schon vorher, das hatten wir auch, ich gehe nochmal ganz flink zurück, hier hatten wir auch so eine Überführungsfunktion Delta. Und dieser Automat, der hat auch einen, ich habe es jetzt hier in so einer Tabelle angegeben, wir können aber auch so einen Graphen malen und diese spezielle Turing-Maschine, die werden wir gleich begucken. Und dieses Band hier, als der Alan Turing an der Turing-Maschine gearbeitet hat, war eben so ein Band, Papierstreifen, auf den so ein Druckkopf, Schreiblesekopf, was draufschreiben kann und wieder runterlesen kann. Das, so wie man sich das die Eingabe und Ausgabe für so einen Computer vorgestellt hat. Das ist also das Eingabemedium und das Ausgabemedium von diesem sehr einfachen Computer, von dieser Turing-Maschine. Das Band, das kann bewegt werden nach links und nach rechts, so wie bei einem Magnetbandlaufwerk auch, oder bei einem Kassettenrekorder oder bei einem Videorekorder. Und wir können hier unter dem Kopf, die Turing-Maschine kann hier unter diesem Schreiblesekopf genau ein Zeichen lesen. Dann kann sie den Kopf auf dem Band bewegen, beziehungsweise das Band am Kopf vorbeiziehen, nach links, nach rechts oder gar nicht bewegen. Das ist auch die dritte Option. Und dann kann sie, nachdem sie das Band bewegt hat, erst lesen, dann schreiben, dann Band bewegen. Das sind der Nukleus der Arbeit, so eine Instruktion, die die Turing-Maschine ausführen kann. Lesen, schreiben und eine Stelle nach links oder nach rechts gehen. Oder gar nicht bewegen, das geht natürlich auch. Interessant ist natürlich, wenn wir uns bewegen auf dem Band, dann kann man wirklich was machen. Wir haben also eine Abbildung vom Zustand und nehme den Zustand und das gelesene Zeichen. Darauf wird die Regel angewandt. Dann kommt man in einen neuen Zustand, schreibt ein Zeichen und bewegt das Band. Und das haben wir hier mal aufgeschrieben. Wir sind also in dem Zustand 2 jetzt. Deshalb gilt hier von dieser in unserer Beispiel-Turing-Maschine, die ich hier aufgezeichnet habe, gilt die zweite Zeile von der Übergangsfunktion. Und wenn wir diesen Hash da lesen, der ist so ein spezielles Zeichen in den Turing-Maschinen, wird auch Space genannt, also die Markierung, dass da eigentlich nichts ist. Wenn wir also so ein Hash da lesen, dann schreiben wir den Hash, bewegen uns nicht, bewegen den Kopf nicht und gehen in Zustand 3. Der Zustand 3, das ist dieser hier in der Zeichnung. Wenn wir hier sind und lesen dieses Apfelsymbol, Zustand ist 2, also wir haben 2 gekreuzte Apfel, dann
schreiben wir diesen Gartenzaun, bewegen uns, also das Blank, bewegen uns eins nach rechts und gehen in den Zustand 1. Dann lesen wir wieder, also nachdem das Band hier eins weitergerutscht ist, wir haben jetzt hier so ein Blank draufgeschrieben, dann gehen wir in den Zustand 1 und wenn wir da einen Gartenzaun lesen, dann gehen wir in den illegalen Zustand, also nicht akzeptiert. Ne? Und wenn wir einen Apfel lesen, schreiben wir Blank, gehen nach rechts und in den Zustand 2. Also es ist ein ganz einfacher Automat, Sie sehen ihn hier nochmal mit diesem Pfeildiagramm geschrieben oder aufgezeichnet. Im Zustand 1, wenn wir den Apfel lesen, schreiben wir den Gartenzaun, gehen nach rechts und befinden uns im Zustand 2. Wenn wir im 2 sind, wenn wir den Apfel lesen, Blank schreiben, nach weiter 1 weiter nach rechts gehen und hier an dieser Stelle, wenn wir den Gartenzaun lesen, schreiben wir den Gartenzaun und bewegen uns nicht. Gehen dann noch in den Zustand 3 und das ist der Endzustand. Das wäre dann hier der akzeptierende Zustand. Wenn man sich anguckt, was dieses Ding macht, es stellt fest, ob da immer diese Slush, die Eingabe, die Apfelzeichen in der Eingabe, bis das Band leer ist und akzeptiert das Wort aber nur, wenn die Äpfelchen paarig auftreten, also immer zwei, eine gerade Anzahl von Äpfelchen auf dem Band stehen. Und wenn eine ungerade Anzahl Äpfelchen auf dem Band steht, dann akzeptieren wir das nicht. Das ist dieser rote Zustand. Oder wenn sonst irgendwas auf dem Band steht, außer Blanks und Äpfeln. Also es ist eine ganz einfache Turing-Maschine, aber an dieser paarweisen Geschichte sehen Sie schon, das ist jetzt ein bisschen mehr als bei einem ganz primitiven. So, interessant. Das ist jetzt hier nach der formalen Beschreibung, die ich natürlich auch noch geben muss. Wir haben wieder Z, die endliche Menge von Zuständen, wie bei jedem Automaten. Wir haben das Arbeitsalphabet Gamma, also das ist das Alphabet von Zeichen, die auf diesem Band stehen können. Und das setzt sich zusammen aus den Symbolen der Sprache, die wir haben, die akzeptiert werden können, kann oder nicht. Entschuldigung, die akzeptiert werden soll, deren Worte die Turing-Maschine akzeptieren soll, die anderen Worte außerhalb der Sprache ja nicht. Und die Eingabezeichen, also die Zeichen der Sprache, die sollen eine Teilmenge von diesem Arbeitsalphabet Gamma sein. Die Turing-Maschine kann also noch ein paar weitere Spezialzeichen haben, die sie auch auf das Band draufschreibt, so als Zwischenspeicher. Das können wir uns so vorstellen wie das Band, wie den Arbeitsspeicher von einem Rechner. Und dann gibt es noch diese Überführungsfunktion Delta, also Zustände gekreuzt mit dem Zeichen, was wir hier lesen, ein Zeichen aus dem Gamma. Das geht über in einen neuen Zustand und natürlich haben wir wieder ein Zeichen, auf dem wir dann steht, das wir schreiben hier und die Bewegung des Bandes nach links, nach rechts oder die neutrale Bewegung in Anführungszeichen. Das ist eine deterministische Turing-Maschine und es gibt eine nicht-deterministische Variante, so wie wir das bei den endlichen Automaten hatten. Da gehen wir hier über in einen von mehreren Zuständen. An dieser Stelle, also auch wieder, das ist hier, Sie sehen hier, das ist das, was da oben steht, hier, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, in die wir da übergehen können. Dann haben wir noch einen Startzustand, wo wir anfangen, so wie bei den Automaten bisher auch. Dann haben wir hier noch dieses Spezialzeichen, das nicht in der eigentlichen Sprache vorkommen darf, wohl aber im Arbeitsalphabet vorkommen darf, das ich bisher immer Gartenzaun genannt habe. Das nennt man bei den Turing-Maschinen das Blank. Also dieses Symbol, was wir auf das Band schreiben, um zu markieren, hier steht nichts.
Und dann haben wir noch ein paar weitere Zustände. Das sind die Endzustände, die akzeptierenden Zustände. Und ich habe jetzt hier unten einen, damit Sie sehen, dass das durchaus was nützlich ist, ist so eine Turing-Maschine. Ich habe hier unten die binäre Addition aufgeschrieben. Man nimmt also eine Zahl, die steht auf dem Band. Das ist die Eingabe. Und dieser Automat hier unten, diese Turing-Maschine, die soll zu dieser Zahl eine 1 dazu addieren. Jetzt gucken wir uns das an und ja, wenn ich das so anschaue, 4 Zustände und ein paar Übergänge, das kann schon addieren. Sie sehen also, diese Turing-Maschine, das ist schon was ganz Raffiniertes. Also fangen wir mal an, was passiert hier. Wir fangen natürlich im Zustand an. Naja, nehmen wir mal eine Zahl. Die hier, das ist also die binäre 5. Das steht auf dem Band und wir sollen eine 1 dazu addieren. Hinterher hätte ich also gerne eine 6. Jetzt schauen wir uns mal an, was das Ding macht. Zunächst mal, wenn wir addieren wollen, müssen wir gucken, dass wir von hinten anfangen. Wir brauchen also hier so eine, ich sollte vielleicht hier noch am Ende, so, die Gartenzäune hinmachen, die Blanks auf unserem Eingabeband. Wir müssen also jetzt als erstes mal ans Ende vorstoßen und wir sind hier irgendwo hier drin. Und der vorderste Teil hier, der dient dazu, dass wir unseren Schreiblesekopf der irgendwo hier steht, dass wir den ans Ende auf die letzte Ziffer bewegen, auf die letzte Binärstelle. Und was machen wir da? Wenn wir eine 0 lesen, schreiben wir eine 0 aufs Band, also wir verändern es nicht, und gehen 1 nach rechts. Wenn wir eine 1 lesen, genauso. Das heißt, wir wandern hier nach rechts, bis wir hier stehen. Wenn wir hier in dem Zustand das Blank lesen, schreiben wir das Blank und gehen wieder 1 nach links. Was wir jetzt erreicht haben mit diesem ersten Teil ist, wir stehen auf der rechtesten Binärstelle. Jetzt geht es addieren los. Und das steckt hier schon drin. Wenn wir da eine 1 finden, hier, dann schreiben wir eine 0 und gehen 1 nach links. Wenn wir da eine 1 finden. Schreiben wir hier die 0. Wenn wir jetzt irgendwann mal, wenn wir hier rauskommen, das Blank lesen, wüssten wir, dass wir fertig sind, machen wir doch hier weiter und naja, weil wir dann noch, da war eine 1, wir haben eine 0 geschrieben, wir finden jetzt das Blank, dann müssen wir natürlich noch eine 1 schreiben, denn 1 plus 1 gibt ja 2. Also gut, das ist mal der Fall, danach sind wir fertig, wenn wir einen Blank finden und nachdem wir uns die ganze Zeit nach links bewegen, dann sind wir ja fertig mit der Addition, dann waren wir ja bei der höchsten Stelle. Dann wird es bloß noch eine mehr, ne? Wenn wir eine 1, 1, 1 haben, addieren zweimal die 1 da drauf, schreiben dann die 0, nehmen den Übertrag mit, dann haben wir es ja auch richtig gemacht. Wenn wir eine 0 finden, schreiben wir eine 1. In unserem Fall finden wir eine 0 und schreiben eine 1 und gehen 1 nach links. Wir sind jetzt übrigens hier in diesem Zustand 3.
Und in dem Zustand 3, da finden wir entweder eine 1, dann schreiben wir auch eine 1, oder wir finden eine 0 und schreiben auch eine 0. Jetzt haben wir nämlich dann auf die hinterste Ziffer das drauf addiert und jetzt gehen wir nur noch an den Anfang. So, wenn wir also hier in unserem Fall finden wir eine 1, schreiben eine 1, gehen 1 nach links, finden eine 0, schreiben eine 0, gehen 1 nach links, finden einen Blank, schreiben einen Blank, gehen 1 nach rechts und sind im Zustand 4. Hier, wir haben akzeptiert und wir schauen nochmal vorsichtshalber auf unserem Band nach und wir haben tatsächlich zu der 5 die 1 dazu addiert, es ist 6 rausgekommen. Also wir können mit so einer Turing-Maschine eine Zahl, die man da reinsteckt, um 1 raufzählen. Wir werden gleich sehen, das werden wir uns gleich anschauen, ohne Beweis wieder, aber immerhin sagen wir zumindest ein Plausibilitätsargument. Wir werden also sehen, dass diese Turing-Maschinen, das hat der Alan Turing auch bewiesen, oder ich werde es Ihnen sagen, dass diese Turing-Maschinen noch ein bisschen ausführlicher alle berechenbaren Funktionen auch berechnen. Aber hier an dieser Stelle, nachdem wir uns die Addition angeguckt haben, können Sie sich auch überlegen, dass man da kompliziertere Programme schreiben kann. Wir können zum Beispiel noch eine zweite Variable auf dem Band hinlegen. Da müssen wir immer hin und her fahren zwischen den einzelnen Variablen, um die zu lesen. Wir müssen uns auch irgendwie die Reihenfolge markieren. Wir können uns überlegen, dass wir auf diese Weise schon ganz gut rechnen können. Nicht besonders schnell, aber das Rechnen wird schon klappen. Wenn wir eine 1 drauf addieren können, dann können wir auch zum Beispiel eine 2 oder eine 3 oder sowas addieren. Wir können uns auch überlegen, dass wir eine Zahl invertieren können damit, jede Stelle umdrehen. Also hier draus, ne, genau das Inverse machen. Und wenn wir auf das Invertierte eine 1 drauf addieren, dann haben wir ja sowas wie Stellenkomplement. Also sowas kann man da schon auch mit erzeugen. Und jetzt kann man sich überlegen, ob wir, wie die Turing-Maschine aussehen muss, damit wir addieren können, also zwei beliebige Zahlen addieren können und so weiter. Der Begriff Turing-Vollständigkeit, den ich hier hingeschrieben habe, das ist also eine Turing-Maschine, nennt Computer, der Turing-vollständig ist. Das ist ein Gerät, der alle mit einer Turing-Maschine berechenbaren Funktionen berechnen kann. Es stellt sich heraus, dass diese Turing-vollständigen Maschinen, dass es da auch ganz einfache gibt. Und ich glaube, der einfachste, den man gefunden hat bisher, das ist so ein zellulärer Automat. Ja, die haben so eine Nomenklatur, diese zellulären Automaten. Und der zelluläre Automat mit Rule 110, der ist auch schon Turing-vollständig. Die Turing-Vollständigkeit ist deshalb so interessant, weil man damit herausfinden kann, ob ein vorgegebener, einfacher oder komplizierter Rechner denn das berechnen kann, was eine Turing-Maschine berechnen kann. Wenn man das weiß, dann weiß man, das werden wir gleich sehen, noch viel mehr über diesen Computer. Also solche Turing-Maschinen, die akzeptieren Sprachen, die wir ihnen, die wir definieren. Die Turing-Maschine für eine Sprache M, die akzeptiert also alle Worte aus diesem Sigma-Stern von der Sprache, sodass es von ausgehend von dem Anfangszustand und diesem Wort
das auf dem Band steht, ne? Nach endlich vielen Übergängen hier, Alpha, Z, Beta gibt, also Alpha steht auf dem Band, Beta steht auf dem Band und Z gehört zu diesen Endzuständen, zu den akzeptierenden Zuständen von der Turing-Maschine. Alpha, Beta ist das, was auf dem Band übrig bleibt. Also, ein Wort X gehört zu dem Sigma-Stern, wenn das, wenn es endlich viele Abbildungen, Zustandsübergänge gibt von Z0x hier zu diesem Alpha Z Beta, sodass das Z ein Endzustand ist und Alpha und Beta aus dem Gamma-Stern sind, also aus dem Arbeitsalphabet von unserer Maschine sind. Arbeitsalphabet, na, das ist das Band, ist unser Speicher, so wie RAM in der MIMA. Und man kann zeigen, dass allgemeine Turing-Maschinen die Typ-0-Sprachen akzeptieren. Ich gehe nochmal zurück zu hier hin. Typ-0-Sprachen, die also hier, die entscheidbaren Sprachen sind da drin, die Typ-1, die Typ-2, die Typ-3-Sprachen. Also die Typ-0-Sprachen ist die Sprachen, die man formal aufschreiben kann, ne? Und das ist jetzt schon mal eine wichtige Erkenntnis. Linear beschränkte Turing-Maschinen, das sind solche, bei denen das Band endlich groß ist. Die akzeptieren alle kontextsensitiven Sprachen, die Typ-1-Sprachen. Und jetzt kommen wir zu diesem Begriff Berechenbarkeit, Turing-Berechenbarkeit. Man definiert also jetzt, so wie wir vorhin den Begriff intuitive Berechenbarkeit definiert haben, den Begriff Turing-Berechenbarkeit. Und das Turing-Berechenbarkeit, das ist jetzt formal und präzise. Und das ist, ja, wir haben uns jetzt von so einer intuitiven, gefühlten, in Anführungszeichen, Definition, die ganz gut sich angehört hat, haben wir uns jetzt hinentwickelt zu einer präzisen Definition. Im Sinne der, ja, der Mathematik bzw. Der theoretischen Informatik präzisen Definition. Also wir haben so eine Funktion f von n nach n, die nennen wir Turing-berechenbar, falls es so eine Turing-Maschine gibt, sodass für alle n bis nk und m, diese nochmal Tupel, k plus 1 Tupel, ne? M aus n und die n ist auch alle aus n, die Funktion von f von n1 bis nk gleich m ist, genau dann, wenn, jetzt kommt hier die Turing-Maschine, wir haben diesen Zustand z0, den Anfangszustand, und hier in binärer Schreibweise das n1, das n2 in binärer Schreibweise und das nk bis zum nk hin in binärer Schreibweise, dass das mit endlich vielen Schritten überführt werden kann in so eine Kombination von Blanks aus dem Arbeitsalphabet und dann einen N-Zustand und dann das M in binärer Schreibweise, also das hier binär und dann noch ein paar Blanks. So, jetzt haben wir eine formale Definition von Turing-Berechenbarkeit für diese Funktionen. Das hat der Alan Turing, diese Maschine, konstruiert, als er da beim Alonzo Church Assistent war oder Wissenschaftler war in Princeton auf Besuch 1936, diese Maschine. Und die Church'sche These, das ist die Klasse der Turing-berechenbaren Funktionen, ist genau die Klasse der intuitiv berechenbaren Funktionen. Weil man für diesen Begriff intuitiv berechenbar keine formale Definition hat, sondern nur diese informelle, die ich vorhin da aufgeschrieben hatte, kann man da auch nichts richtig beweisen.
Aber die, ja, man geht davon aus, die Informatiker, fast alle, eigentlich alle minus ein paar ganz besondere, die sind von der Richtigkeit dieser These überzeugt. These heißt nicht Satz, sondern Behauptung, sagen wir mal. Und wir sind in den vergangenen 60, 70 Jahren, wir Informatiker, mit dieser These auch gut gefahren und die akzeptieren wir. Und diese church These, die ist auch nützlich für das, was wir machen, damit kann man anständig arbeiten. Weil es uns nämlich eine formale Definition von Berechenbarkeit gibt. Ausgehend von dieser Turing-Maschine kann man jetzt noch ein bisschen mehr beweisen. Und zwar können wir insbesondere beweisen, dass diese Registermaschinen, auch universelle Registermaschinen, RM oder RAM genannt, nicht zu verwechseln mit Arbeitsspeicher von Computern, Registermaschinen, dass die äquivalent sind mit den Turing-Maschinen. Wenn man das zeigen kann, und das kann man jetzt formal zeigen, ne, dass wenn man eine formale Definition von diesen Registermaschinen aufschreibt, sind also Maschinen, die unendlich viele Registerzellen haben, ne, Speicher, Arbeitsspeicher ist es dann, die einen Akkumulator haben und solche Ein-Adress-Befehle wie unsere MIMA. Stellen wir uns einfach die MIMA, deshalb habe ich sie auch hier hingezeichnet, als universelle Registermaschine vor. Und da gibt es dann solche Instruktionen wie Load, Store, ein bisschen Arithmetik, ein paar Sprünge. Wir können adressieren hier in dem Speicher direkt und indirekt. Wir haben Konstanten. Solche RMs oder RAMs, die können eine Turing-Maschine simulieren. Man schreibt einfach ein Programm. Als Beweis gibt man ein Programm an, das eine Turing-Maschine simuliert. Natürlich muss man uns in unseren Speicher dann auch diese Übergangsregeln reinschreiben und so weiter. Aber wenn wir so eine Registermaschine jetzt mal hier definieren mit ihren Instruktionen, Load, Store und so weiter, so wie wir unsere MIMA gemacht haben, dann können wir dafür ein Programm schreiben, das die Turing-Maschinen simulieren kann. Und mit diesem Programm können wir also zeigen, dass dann, naja, wenn wir die Turing-Maschine simulieren kann, dann können wir mindestens alles berechnen, was eine Turing-Maschine berechnen kann. Mit so einer Registermaschine. Und daraus folgt, ne, dass das Ding auch alle intuitiv berechenbaren Funktionen berechnen kann. Und andersrum meinen wir natürlich auch intuitiv, dass so eine Registermaschine, so wie wir sie die MIMA gebaut haben, wohl auch alles berechnen kann, was denn berechenbar ist. Aber das ist das Letzte hier unten, das ist natürlich auch wieder so ein Gefühl eher, intuitiv eben. Was man aber wirklich zeigen kann, ist, die Registermaschine kann mindestens alles berechnen, was die Turing-Maschine berechnen kann. Man kann auch zeigen, dass es genau das ist. Also, dass die Turing-Maschine genau das berechnen kann, was die Registermaschinen berechnen können. Dann muss man wieder umgekehrt die Registermaschinen auf eine Turing-Maschine simulieren. Mit dem Band. Es gibt noch ein paar weitere konzeptuelle Computer, die man basteln kann, bauen kann. Eines ist diese While-Berechenbarkeit, diese While-Maschine. Auch die kann eine Turing-Maschine simulieren und umgekehrt.
Die While-Berechenbarkeit, die machen wir jetzt nicht so, dass wir hier ein Stück Hardware angeben, so wie wir mit der MIMA das gemacht haben, sondern man gibt ein Programm an, eine Programmiersprache. In der Programmiersprache können wir dann auch eine Turing-Maschine programmieren. Und ja, Sie sehen das hier in EBNF aufgeschrieben, also so ein Programm, das besteht aus einem Ausdruck hier rechts und einem Identifier, und das ist die Zuweisung hier oben, ne? Identifier ergibt sich zu Ausdruck, oder alternativ kann ein Programm ein If-Statement sein, If-Bedingung, dann Programm, sonst anderes Programm, oder es kann sein, solange eine Bedingung erfüllt ist, machen wir dieses Programm. Ein Programm kann aber auch sein, Programm und noch ein Stück Programm, durch einen Strichpunkt getrennt. Jetzt brauchen wir noch die Bedingung, Ausdruck, kleiner gleich Ausdruck, dass das hier ein kleiner gleich ist, soll nur dazu führen, dass wir einen einfachen Vergleich durchführen können, der muss gar nicht so kompliziert sein. Und ein Ausdruck, das ist auch ganz, ganz primitiv, entweder einen Identifier oder eine Null oder den Nachfolger von diesem Ausdruck, das Plus 1. Hier ist die Addition von 1, steckt da drin. Und mit, naja, Sie sehen schon, wenn man eine ganze Zahl addieren will, ne, dann braucht man sowas wie, ist die Anzahl, die wir hier ermittelt haben, wie oft wir die 1 addiert haben, kleiner als das da. Dann machen wir weiter, sonst nicht. Dann können wir schon zwei beliebige Zahlen addieren, und als nächstes müssen wir dann auch subtrahieren können, invertieren können, also das Komplement berechnen können, und dann multiplizieren wir, so wie wir uns das angeschaut haben, ganz am Anfang des Semesters und so weiter. Also die Arithmetik, die kriegt man mit diesem da und mit dieser While-Schleife auch hin. Ja, ich habe jetzt hier einfach mal gesagt, dass wir das haben können, und diese While-Berechenbarkeit zu einer Maschine entwerfen können, in Anführungszeichen Maschine, das ist hier was ganz Konzeptuelles, Maschine in Form von einer Programmiersprache angeben, und mit dieser Programmiersprache können wir also auch Turing-Maschinen aufschreiben und dann natürlich dann entsprechend auch solche Registermaschinen aufschreiben, und schon sind wir wieder bei sowas wie einer Äquivalenz. Und das, jetzt haben wir also schon drei solche unterschiedlichen Maschinenkonzepte. Einmal haben wir hier die While-Berechenbarkeit als Programmiersprache. Wir haben die Registermaschine, die ist äquivalent dazu, als Stück Hardware. Und wir haben drittens einen Zustandsautomaten. Und man kann zeigen, dass die äquivalent sind. Und diese, in Anführungszeichen, Äquivalenzbrücke, die ist schon ganz, ganz nützlich, denn all die drei können also auch die intuitiv berechenbaren Funktionen berechnen, wenn die Church'sche These stimmt. Aber davon gehen wir mal aus. Wir haben also das Vehikel der theoretischen Informatik, solche Turing-Maschinen, und da hat ja auch der Alan Turing dieses Akzeptieren von Sprachen dafür bewiesen. Typ-0-Sprachen, beziehungsweise wenn wir eine beschränkte Turing-Maschine haben mit einem endlichen Band, endlicher Speicher, Typ-1-Sprachen. Die werden also akzeptiert, auch von Registermaschinen und von dieser While-Programmiersprache. Übrigens, die Loop-Berechenbarkeit, das ist eine schwächere Form von der While-Berechenbarkeit, mit der kann man nicht, bei der Loop-Berechenbarkeit steht hier der Bedingung einfach nur eine feste Anzahl, mit der kann man nicht wirklich alle Turing berechenbaren Funktionen auch berechnen. Das ist eben nicht äquivalent zur Turing-Maschine, diese Loop-Maschine. Und als letztes möchte ich noch so ein
ein weiteres Maschinenkonzept kurz einführen oder ja, doch Maschinenberechenbarkeitskonzept einführen. Und das ist die Myrekursivität. Dazu führen wir als erstes mal diese primitiv-rekursiven Funktionen ein. Primitiv-rekursive Funktionen da führen wir eine Funktion f von n plus 1 auf die hintereinander Ausführung von fn und noch was zurück. Das ist ja sowas wie die vollständige Induktion, von der Idee her sowas wie die vollständige Induktion, die wir in der Schule ja auch hatten. Ne? F0, das ist hier diese Funktion g, und fn plus 1 ist, dass wir erstens f von n ausführen, und das f von n können wir natürlich auf f von n minus 1 und f von n minus 2 und so weiter reduzieren, bis wir bei dem f von 0 sind. Also, wir führen f von n plus 1 auf das hier zurück und dann mehrmals diesen hintereinander Ausführungsschritt. Die konstante Funktion, das ist natürlich auch eine primitiv-rekursive, eine ganz einfache primitiv-rekursive Funktion, und auch die Nachfolgerfunktion ist primitiv-rekursiv, eben dieses um 1, genau 1 draufzählen. Und ja, die Identität auch. Also mit diesen primitiv-rekursiven Funktionen, das Zurückführen von der Funktion auf die einfachere Funktion von f von n plus 1 auf die hintereinander Ausführung f von n und dann noch was, das ist äquivalent zur Loop-Berechenbarkeit. Und wir können uns auch mal einfach vorstellen, wie wir normale Arithmetik primitiv-rekursiv mit primitiv-rekursiven Funktionen implementieren können. Die Addition von 0 zu x, das ergibt x, das ist die Identität. Die Addition von n plus 1 zu x, das ist der Nachfolger von der Addition von n zu x. Und mit dem hier und dieser Formel hier können wir natürlich addieren, wie wir uns das gewöhnt sind. Und die Multiplikation, naja, von 0 mit x, da kommt 0 raus, und dann die Multiplikation von n plus 1 mal x, das ist die Addition, so wie wir es hier oben gehabt haben, der Multiplikation, das Resultat der Multiplikation von n mal x, und dann noch x einmal dazugezählt. Das x einmal dazuzählen, das ist das hier. Wir können also, das ist ja irgendwie klar, so haben wir es ja auch ganz am Anfang vom Semester auch mal eingeführt, die Multiplikation auf die Addition zurückführen, das steht hier. Und die Addition können wir zurückführen auf die Addition von der 1 zu der Zahl. Übrigens hier mit unserer kleinen Turing-Maschine hatte ich Ihnen ja auch gezeigt, wie man eine 1 addieren kann zu einer beliebigen vorgegebenen Zahl, die nur binär auf dem Band steht. Also das hier, Arithmetik, die kriegen wir als primitiv-rekursive Funktion hin. Und wenn Sie das hiermit vergleichen, hier, da sind wir auch schon fast da. Allerdings haben wir die primitiv-rekursiven Funktionen, die liefern uns nur die Loop-Berechenbarkeit. Die While-Berechenbarkeit, die ist ein bisschen stärker, und dafür braucht man noch diese My-Rekursion, die hier unten, die ich hier unten noch einführe. Wir haben also eine Funktion g von x1 bis xk. Das ist das Minimum von allen n's, so das gilt f von n bis x1 bis xk ist gleich 0 für alle m kleiner als n. Vorausgesetzt, dass dieses f von m x1 bis xk definiert ist. Das ist jetzt ja, das,
das Zusatzingredienz, die Zusatzkomponente, die wir noch brauchen, um aus dieser primitiv-rekursiven Funktion sowas zu machen wie die While-Berechenbarkeit. Und diese weitere Funktion g von x1 bis xk. So ähnlich dann wie das hier, aber hier wird noch das Minimum über alle n ermittelt. Diese Funktion, diese μ-rekursiven Funktionen, die terminieren eventuell nicht. Aber das ist ja auch mit unseren Programmen so. So, die Klasse der μ-rekursiven Funktionen, das kann man jetzt auch wieder zeigen. Der Beweis ist gar nicht so furchtbar lang. Ich war mal in der Vorlesung Theoretische Informatik als Hörer vor vielen, vielen Jahren. Und da hat der Herr Wagner, der Professor da, diesen Beweis so in 90 Minuten oder so ähnlich an die Tafel geschrieben gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Der hat also für den Beweis, dass die μ-rekursiven Funktionen genau mit diesen While-, RAM- oder Turing-berechenbaren Funktionen übereinstimmt, ein paar Vorlesungsstunden, ich würde mal sagen so 4 mal 90 Minuten gebraucht. Und beweisen, das beweist man, da gibt es viele Methoden natürlich, indem man dann zum Beispiel zeigt, dass die μ-rekursiven Funktionen die While-Funktionen enthalten und die enthalten wieder die RAM-Funktionen und die Turing-Funktionen, andererseits die Turing-Funktionen, die da irgendwie so auf diese Art im Kreis herum kann man das zeigen. Und wenn man das einmal im Kreis herum gezeigt hat, sieht man, dass die alle äquivalent sind. Also wir haben jetzt hier kennengelernt, darüber gesprochen, 4 solche Maschinen. Die Turing-Maschinen, die Registermaschinen, die While-Berechenbarkeit und die μ-Rekursion, μ-rekursive Funktion. Und das gibt jetzt hier alles, alle 4 so Ansätze, auf denen die Informatik aufbaut. Ne? Die Leute, die Maschinen bauen, die freuen sich darüber, dass alles, was berechenbar ist, mit solchen Registermaschinen berechenbar ist. Die Theoretiker freuen sich hier über die Turing-berechenbaren Funktionen. Die Leute, die Programmiersprachen konstruieren, freuen sich, benutzen diese While-Berechenbarkeit. Und die funktionale Programmiersprachen bauen, die freuen sich über oder benutzen diese μ-Rekursivität. Also die klassischen Programmiersprachen kommen hierher und funktionale Programmiersprachen, Haskell und sowas, kommt dann hierher. Also für die wichtigen Ansätze der Informatik, die lassen sich alle auf die Church'sche These jetzt zurückführen und damit ist man zuversichtlich, dass so eine Programmiersprache, die man entwirft, wenn sie denn diese μ-Rekursion enthält oder wenn sie sowas wie ein While und ein If hat, dass man damit alles berechnen kann, was eben berechenbar ist. Und das ist schon auch ein wichtiges Resultat. Ich möchte jetzt noch ganz kurz darüber sprechen, über die Ackermann-Funktion. Die ist nämlich interessant, diese Ackermann-Funktion. Das ist eine hochrekursive Funktion. Sie ist nicht primitiv rekursiv, sie ist aber berechenbar. Die ist genau so eine, die reinpasst zwischen Loop- und While-Berechenbarkeit, die reinpasst zwischen primitiv-rekursiv und μ-rekursiv. Das ist also auch ein interessantes Vehikel. Und außerdem erwähne ich sie, weil ich damit als Student, ich glaube, das war im zweiten Semester, auch viel Freude hatte mit diesem Ackermann. Ich habe hier mal diese Ackermann-Funktion. Hier steht hier die Definition, der Ackermann von 0 und n, da 2 Parameter, das ist n plus 1, also hier dieser Nachfolger steckt da. Ne? Und der Ackermann von m, 0
Das ist der Ackermann. Ich habe es jetzt hier ein bisschen abgekürzt. Dann hätte ich auch ACK schreiben sollen. Habe jetzt eigentlich hier Platz. Na gut, hier unten kürze ich auch wieder mit A ab. Ne? Also das ist der Ackermann von M minus 1 und 1. Ackermann von M und 0. Sie sehen also, dass hier da das M hier 1 weniger wird. Dafür steht hier eine 1. Und allgemein der Ackermann von M und N. Ich meine, ich muss den Ackermann von 0 angeben, von 0n, und ich muss den Ackermann von m0 angeben, damit ich dann rekursiv den Ackermann von m und n angeben kann. Der Ackermann von m und n ist also der Ackermann von m minus 1, und auf der zweiten Stelle steht der Ackermann von m und n minus 1. Und Sie sehen, wie wir dann hier die beiden jeweils rekursiv reduzieren. Aber es ist rekursiv in zwei Richtungen und nicht nur in eine Richtung. Also auf beiden Stellen rekursiv. Wenn man das hier programmiert und man schmeißt das mal an, zum Beispiel mit den Parametern 4, 4, dann sehen Sie, dass irgendwie eine ganze Menge berechnet werden muss. Der Ackermann von 4, 1, der ist schon 65.533 als Zahlergebnis. Ne? Und der Ackermann hier fehlt mir, glaube ich, eine Ziffer. 2, 6, 5, 5, 3, ja, hier ist was verloren gegangen in diesem Feld. Ich muss da an der Tabelle nochmal ein bisschen was machen. Denn der Ackermann von 4, 2, der ist schon nochmal viel größer. Und hier habe ich nur wieder Ackermänner reingeschrieben, also Ackermann-Aufrufe reingeschrieben, statt statt die Zahl, die rauskommt. Diese Funktion Ackermann wächst rasant, wirklich rasant. Und wenn man dann irgendwie sowas von Ackermann 5 oder 6 seinem eigenen Heimcomputer vorwirft, dann wird er da auch eine ganze Weile dran arbeiten. Und wenn er schnell kann, dann müssen sie einfach die Zahlen noch ein bisschen größer machen, Ackermann von 9 und 10. Und dann fragt sich, ob ihr Computer überhaupt lang genug lebt, um das berechnen zu können. Ich muss nochmal nachschauen, wie stark das dann wächst, wie viele Jahre sie schon brauchen. Für halbwegs große Parameter n und m. Was interessant daran ist, dass das eben in zwei Richtungen rekursiv wächst, und dafür reicht dann schon nicht mehr die primitive Rekursivität, dafür braucht man dann schon eins mehr. Also der Ackermann, der ist deshalb speziell, weil er genau da reinpasst zwischen Loop- und While-Berechenbarkeit. Als nächstes, und das ist auch so eine Frage, der ist der Alan Turing nachgegangen, und das ist jetzt eine Folgerung oder so eine Art Korollar aus dem, was wir bisher besprochen haben, das ist das Halteproblem. Und das Halteproblem beziehungsweise die Aussage, dass man eben nicht alles entscheiden kann, das ist sehr wichtig für die Informatik, weil man unter anderem daraus auch zeigen kann, dass man nicht jedes Programm beweisen kann. Also, das Halteproblem ist die Frage, ob es ein Programm gibt, das für jedes Paar von einer Turing-Maschine, wir haben also eine gegebene Turing-Maschine und wir haben eine Eingabe, und die Frage ist, gibt es ein Programm, das also die beiden nimmt und berechnet, ob die Turing-Maschine auf der Eingabe anhält oder nicht. Das ist dieselbe Frage wie, ich habe jetzt mal hier ein Programm geschrieben, ne? Und da greifen wir dann zu sowas da, in so einer while-berechenbaren Programmiersprache. Ich habe ein Programm geschrieben und ich habe irgendeine Eingabe dafür. Können wir zeigen, dass das Programm fehlerfrei ist, dass es also anhält bezüglich dieser Eingabe. Und die Antwort ist, nein, kann man leider nicht. Es gibt Gegenbeispiele von Alan Turing, ein Gegenbeispiel, mit dem hat er gezeigt, dass man diese Frage nicht immer beantworten kann. Man kann sie häufig beantworten, es gibt Programme, die man beweisen kann, aber es gibt eben auch Programme, die man nicht beweisen kann.
gibt auch noch diesen Begriff Semi-Entscheidbarkeit. Eine Turing-Maschine, man kann zeigen, dass die Turing-Maschine entweder anhält oder endlos lange läuft. Das wäre dann die Frage, das abgeschwächte Halteproblem existiert zum Programm, das mindestens das hier macht. Entweder hält die Turing-Maschine an oder sie läuft endlos lange. Also das Halteproblem, daraus folgern wir Informatiker, aus der Tatsache, dass es eben nicht immer entschieden werden kann, dass es Programme gibt, von denen können wir nicht sagen, ob sie fehlerfrei sind oder nicht. Wir können versuchen, es für ein gegebenes Programm zu beweisen, aber wir wissen noch nicht mal, ob das dann erfolgreich ist. Das ist übrigens eng verknüpft, diese Turing'sche Aussage von 1936, mit dem Gödel'schen Unvollständigkeitssatz. Vielleicht haben Sie schon mal was von dem gehört, über den Herrn Gödel ist ja auch viel geschrieben worden. Dieser Gödel'sche Unvollständigkeitssatz, so Ende der 20er Jahre bewiesen, 1931, Das ist diese Aussage hier, die der Herr Gödel da bewiesen hat. Jedes Beweissystem für die Menge der wahren arithmetischen Formeln ist notwendigerweise unvollständig. Also Beweissystem unvollständig heißt, es gibt Sachen, die können wir nicht beweisen und auch nicht widerlegen. Es bleiben immer wahre arithmetische Formeln, die nicht beweisbar sind. Steht ja hier oben auch, beziehungsweise äquivalent dazu, in jedem logischen System existieren Aussagen, die weder bewiesen noch widerlegt werden können. Irgendwie hört sich das einerseits etwas traurig an, wir können nicht von jedem Programm entscheiden, ob es fehlerfrei ist oder nicht. Ist also auch zu viel verlangt, wenn wir irgendein dickes Software-System haben und sagen, jetzt beweisen wir mal, dass das immer funktioniert oder auch nur sicherstellen, dass es immer funktioniert. Auf der anderen Seite, das möchte ich hier auch noch kurz erwähnen an dieser Stelle, kann man schon Programme beweisen, aber nur unter gewissen Voraussetzungen. Man muss Anforderungen definieren an Programme, da muss man diese Programme mit einem formalen System konstruieren. Und wenn man diesen konstruktiven Pfad einhält, also nicht einfach mal das Halteproblem ansetzt, irgendein Programm gucken, ob es terminiert oder nicht, sondern wenn man die ganze Programmkonstruktion mit Regeln systematisch durchführt, dann kann man schon für ein so konstruiertes Programm unter gewissen Voraussetzungen zeigen, dass das richtig ist und anständig funktioniert. Man kann also, ich bin versucht zu sagen, in Einzelfällen, aber für speziell konstruierte Programme durchaus zeigen, dass sie korrekt sind. Aber es geht eben nicht für jedes Programm, was einem da vorgesetzt wird. Vor ein paar Jahren hatte ich einen Kollegen, das war noch in Ulm, und eines von dessen Projekten war die Airbag-Software von einem Automobilhersteller zu beweisen. Aber das ist auch auf so einem konstruktiven Ansatz geschehen. Also die Anforderungen formal aufschreiben, das Programm konstruieren mit so Überführungsregeln und so weiter, sodass also die einzelnen Schritte in der Konstruktion von dem Programm beweisbar waren und damit war dann auch das Resultat beweisbar. Aber in seiner Allgemeinheit wissen wir, dass es nicht entscheidbare Programme gibt, genauso wie wir den Gödel'schen Unvollständigkeitssatz kennen. Also worüber ich bisher gesprochen habe, das war, kann man etwas berechnen?
kann man, was kann man berechnen? Und hier die Frage, kann man, wenn man so ein Programm hat, entscheiden, ob das Berechnen, ob das richtig ist oder nicht. Als nächstes möchte ich mich noch ganz kurz hier auf zwei Folien um die Frage kümmern, wie lange brauchen wir denn, um etwas zu berechnen? Bisher habe ich diesen Zeitaspekt im Wesentlichen weggelassen. Ja, bei der Turing-Berechenbarkeit, diese Turing-Maschine, die Addition, die wir mit der Turing-Maschine gemacht haben, die war ja ganz, naja, die war eigentlich langsam, so wie wir es aufgeschrieben haben. Wir fahren da so ein Band hin und her, wir schauen uns die hinterste Stelle an, machen damit was, dann schauen wir uns die nächste Stelle an, machen was und dann und dann und dann. Ne? Das ist ja auch das, was wir vor 2 Monaten oder so ähnlich bei der Addition kennengelernt haben. Wenn man ja, von rechts nach links sozusagen seriell addiert, dann dauert es viel länger, als wenn wir es irgendwie fertig bringen, parallel zu addieren. Und genauso war die Turing-Maschine ja, ziemlich seriell und hintereinander überhaupt nicht parallel. Und wenn man so ein Turing-Programm oder mit dieser While-Programmiersprache ein Programm schreibt, um ein schwierigeres Problem zu lösen, dann wissen wir auch, dass das ganz furchtbar lange dauert. Und diese Frage, wie lang dauert es denn? Das ist eine wichtige und interessante Frage. Also hier oben steht nochmal, Berechenbarkeit heißt nicht, dass das Ding, das was wir da haben, praktisch lösbar ist. Praktisch lösbar, wir können ja auch die Anforderung haben, dass wir es innerhalb von 60 Sekunden berechnen müssen. Wenn diese Anforderung innerhalb von 60 Sekunden oder innerhalb von einer Sekunde berechnen vorliegt und wir können es nicht, dann ist es praktisch eben auch nicht berechenbar. Berechenbarkeit ist also einerseits diese theoretische Berechenbarkeit und andererseits die praktische Berechenbarkeit. Können wir es mit in der vorgegebenen Rechenzeit oder mit dem Speicher, den wir zur Verfügung haben, mit den paar Megabyte oder paar Gigabyte, die wir da drin haben. Und andererseits wissen wir auch, dass es durchaus solche Probleme gibt. Intuitiv können wir uns das vorstellen und vielleicht sind wir auch schon mal dran vorbeigekommen, dass es solche Probleme gibt, die ganz stark wachsend sind. Die also dann dazu führen, dass wir das nicht in vernünftiger Zeit oder mit dem vorhandenen Speicher berechnen können. Obwohl wir wissen, dass es eigentlich berechenbar ist. Intuitiv berechenbar, also dann auch Turing berechenbar. Als Beispiel möchte ich hier vorneweg die Sache mit der Verschlüsselung, mit den 2048-Bit-Schlüsseln anführen. Die Kryptographie, die beruht ja gerade darauf, dass wir eine Nachricht so verschlüsseln können, dass der die Nachricht abhört, mithört, dass der die nicht in nützlicher Zeit entschlüsseln kann, lesen kann. Wenn wir die verschlüsselte Nachricht übertragen, der andere, der dritte, der dazwischen, der kann sie dann vielleicht bitweise kopieren, aber er kann sie noch nicht entschlüsseln, der kann also nicht erfahren, was da drin steht. Das nicht entschlüsseln können, das stimmt übrigens in der Regel nicht. Man kann natürlich sehr lange probieren und irgendwann hat man sie entschlüsselt. Und die andere Seite der Komplexitätstheorie ist, kann man, also einerseits ist es natürlich schade, wenn man was nicht berechnen kann innerhalb von
vernünftiger Zeit, weil das zu aufwendig ist. Andererseits ist es gut, weil dann jemand Unbefugter nicht zuhören kann. Und man kann jetzt versuchen, wenn man was über Komplexität von Algorithmen kennt, die so zu konstruieren, dass es für den, der nicht den richtigen Dekodierschlüssel hat, zu lange dauert, es zu entschlüsseln. Es gab mal eine Zeit, da waren solche 54-Bit-Schlüssel ja ausreichend, dass der Angreifer, der entschlüsseln wollte, viele Jahre gebraucht hätte, um die Nachricht zu dekodieren. Mittlerweile sind unsere PCs zu Hause, die Grafikkarten insbesondere, so schnell, dass man so einen 54-Bit-Schlüssel innerhalb von ein paar Sekunden oder so ähnlich geknackt hat. Und dann müssen die Schlüssel länger werden und wir sind zuversichtlich, dass die Algorithmen, dass die Komplexität von so einer 2048-Bit-Verschlüsselung groß genug ist, dass ein moderner Supercomputer lange Jahre braucht, um das zu entschlüsseln. Das, was wir da verschlüsselt haben mit so einem 2048-Bit-Verfahren. Also das sind so Fragestellungen der Komplexitätstheorie. Und jetzt möchte ich ein bisschen über Komplexitätstheorie, eigentlich ein bisschen, ein paar Minuten drüber sprechen, um Ihnen ja, einen Begriff zu geben, worum es da geht, welche Fragestellung man da betrachtet. Und dazu schreiben wir als erstes mal auf die Klasse P. P, das sind Probleme, in dieser Klasse P sind Probleme, die sind in polynomialer Zeit lösbar. Also polynomial im Sinne von, wir haben eine Menge Eingabe, also unser Problem ist charakterisiert durch n Eingaben und wir können das Ding lösen, n Eingaben, zum Beispiel das Suchen in einer Liste mit n Elementen in O von n, also zum Beispiel 2 mal n oder 3 mal n oder 3 mal n plus 1 oder 3 mal n plus 17, sowas. Also wenn wir eine Liste haben mit n Elementen, dann schauen wir das erste an, schauen das zweite an, schauen das dritte an und ja, im Mittel haben wir nach der Hälfte der Vergleichsoperationen das Element in der Liste gefunden. Ne? Wir hätten also hier O von n halbe oder so. Oder sortieren, das haben wir auch betrachtet und da gab es Verfahren, die waren ein bisschen aufwendiger, O von n Quadrat und manche, die waren ein bisschen einfacher, also nein, nicht einfacher, sondern in schnellerer Zeit berechnet, wenn wir zum Beispiel sowas hatten, wenn wir sowas hatten wie in der Ordnung von n mal Logarithmus n. Das Sieb des Eratosthenes ist in O von n Quadrat berechenbar, also das Sieb des Eratosthenes ist so ein Primzahl-Algorithmus. Als nächstes ja, wollen wir uns anschauen, dieses SAT-Problem. Satisfiability. Mein Kollege Steinbach hier, der ist auch Informatiker, der baut übrigens oder entwirft, war mal was man so, Spezialhardware, um dieses SAT-Problem anzugehen mit einer raffinierten boolschen Herangehensweise. Aber schauen wir uns mal hier das SAT-Problem erst an. Wir haben eine boolsche Gleichung g, also viele Parameter, Nullen und Einsen, die wir dem g mitgeben. Und wir wollen jetzt zu einer bestimmten Variablenbesetzung x, also Parameterkombination von Bits, die wir da reinstecken, können. Wir wollen eine Variablenbesetzung finden, sodass das g von x true ist. Eigentlich, wir haben einen Schaltkreis, ne, g, der hat
paar hundert Eingabebits. Und wir wollen jetzt so eine Kombination von Bits finden, so eine Eingangskombination, sodass da das G von X true wird, dass diese Schaltung einen True am Ausgang, einen Einser am Ausgang produziert. Diese Besetzung möchte man finden für die Funktion. So eine Besetzung möchte man finden. Wenn man den Algorithmus wenn man eine Lösung dafür aufschreibt, stellt sich raus, die ist von O, von der Ordnung 2 hoch n. Und das meine ich jetzt im Gegensatz zu den Polynomialen hier oben. Bei dem da oben, da hatten wir n oder n Quadrat oder n hoch 3 plus 3n plus 5 oder sowas ähnliches, ein Polynom, als Anzahl von Operationen, die wir brauchen. Hier hat man als Anzahl von Operationen 2 hoch n, da steht das n im Exponenten. Und weil das n im Exponenten steht, brauchen wir viel, viel mehr Zeit, wenn das Problem groß wird. Also viel mehr Operationen und damit auch viel mehr Rechenzeit bzw. viel mehr Ressourcen an Speicher oder alles beides zusammen. Dieses SAT-Problem, das ist also eines, das ist ungleich härter, schwieriger als diese Probleme hier in der polynomialen Klasse. Zumindest bis man, solange man nicht hier irgendeinen super schlauen Algorithmus gefunden hat. Es könnte ja sein, dass es da so einen super schlauen Algorithmus gibt, der uns bloß noch nicht über den Weg gelaufen ist für das SAT-Problem. Vielleicht ist es ja so, dass wir irgendeinen Joker-Algorithmus mal finden, sodass man das SAT-Problem in polynomialer Zeit lösen kann und nicht den O von 2 hoch n. Die Algorithmen, die wir heute haben, die sind hier von der Ordnung 2 hoch n. Aus dem SAT-Problem können wir so eine ganze Klasse ableiten. Ich habe gesagt, vielleicht gibt es ja sowas. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Aber das Gegenteil haben wir auch noch nicht beweisen können, darauf komme ich gleich. Die Klasse NP im Verhältnis zur Klasse P sind das solche schweren Probleme. Die NP steht für nicht deterministisch polynomiale Zeit. Wir können vielleicht entscheiden, ob ein Kandidat eine Lösung ist, wenn wir es in polynomialer Zeit entscheiden. Wir haben also einen Algorithmus, der polynomial durchrechnet, ob der Kandidat, den wir da reinstecken, funktioniert oder nicht. Ich meine, das ist hier zum Beispiel beim SAT-Problem irgendwie ganz einfach. Wenn wir einen x haben, dann können wir polynomial entscheiden, ob das stimmt. Wir müssen die Funktion durchrechnen. Aber weil es eben so viele Kombinationen gibt, kommen wir auf 2 hoch n. So viele Kombinationen von Kandidaten. Also diese Klasse NP, die hat, da können wir zwar polynomial entscheiden, ob ein Kandidat eine Lösung ist, weil es aber viele Kandidaten gibt, ist diese Zeit nicht deterministisch polynomial. Wenn wir Glück haben beim Raten und beim ersten Mal, beim zweiten Mal oder beim fünften Mal einen Treffer gelandet haben, dann sind wir in 5n Quadrat oder sowas fertig, das ist polynomial. Aber im Mittel, wenn wir raten und mal reinstecken, ist es eben exponentiell komplex. Und jetzt kann man beweisen, zeigen, das ist schon ganz interessant, dass jedes Problem in NP sich auf das SAT-Problem polynomial zurückführen lässt. Polynomial zurückführen heißt, wir brauchen so O von polynomial viel Zeit, O von n Quadrat oder O von n hoch 3 plus 5n Quadrat plus 17n plus 5 als Beispiel, um dieses beliebige Problem aus NP auf das SAT-Problem, die Satisfiability, zurückzuführen. Also es ergibt sich so eine Klasse von Problemen, die
exponentiell komplex sind. Ein Problem heißt NP vollständig, NP complete. Falls das SAT-Problem auf das Problem P zurückzuführen ist. Also kann man das SAT wie das Problem P schreiben und umgekehrt kann man auch dann P so wie SAT schreiben, polynomial zurückführen auf das SAT. Ne? Das ergibt insgesamt dann diese Klasse der NP-vollständigen Algorithmen und es gibt ungefähr tausende von solchen NP-vollständigen Problemen. Und hier unten gebe ich dann auch noch ein paar solche Probleme an. Diese NP-vollständigen Probleme, die man kennt, die also auf SAT zurückführbar sind, beziehungsweise, Entschuldigung, andersrum, SAT ist auch auf diese Probleme polynomial zurückzuführen, dann kann man sich so eine Grafik aufmalen, so zur Erläuterung, zum Verständnis. Wir haben also hier die Klasse der polynomialen Probleme. Da außen drum das Graue, die nicht polynomial, nicht deterministisch polynomial lösbaren, also exponentiell viel Zeit. Und dann gibt es hier drin noch diese Klasse, in der das SAT auch drin steckt, die NP-vollständig sind. Also das SAT kann auf diese Probleme hier drin zurückgeführt werden. Und ja, Tausende sind da bekannt. Eines von diesen NP-vollständigen Problemen, das ist das Klicken-Problem. Eine Clique ist eine Teilmenge von Knoten in einem Graph, die paarweise verbunden sind. Also da, die hier zum Beispiel, die sind paarweise miteinander verbunden. Das 5 ist mit dem 1 verbunden, das 1 ist mit dem 2 verbunden, das 2 ist mit dem 5 verbunden. Wir haben hier so eine Untermenge von Knoten in einem Graphen, die sind paarweise miteinander verbunden, vollständig verbunden. Ne? Und naja, das 5 ist zum Beispiel nicht in der Clique mit dem 6er. Und das 2 ist auch nicht in der Clique mit dem 4er, weil es eben keine direkte Kante gibt, sondern nur hier so auf einem Umweg. Und das Klickenproblem ist jetzt, kann man in einem gewissen Graphen, den man da hat, eine K-Clique finden. Also eine Clique mit K-Elementen finden. Ein weiteres NP-vollständiges Problem, das ist dieser Hamilton-Graph. Kann man einen Weg durch einen Graphen finden, der jeden Knoten genau einmal sucht? Also wir fangen irgendwo in dem Graphen an und gehen so da durch, dass wir bei jedem Knoten nur genau einmal vorbeikommen, aber alle Knoten von dem Graphen besuchen auf unserem Weg. Genau einmal berührt. Ein Beispiel dafür ist das Springer-Problem im Schach, aber es gibt natürlich auch Probleme aus der Wirtschaft, die sich so als Hamilton-Problem formulieren lassen. Ein interessantes Problem ist auch der sogenannte Traveling Salesman. Da suchen wir nicht nur einen Hamilton-Kreis, sondern wir suchen den kürzesten, den optimalen Hamilton-Kreis, dass wir, der Traveling Salesman, dessen Aufgabe ist es, bei all seinen Kunden vorbeizufahren, die genau einmal zu besuchen, in minimaler Zeit, minimal Benzin verbrauchen oder möglichst schnell da an allen vorbeizukommen. Das ist ein einfaches Problem für 10, 20, 30, 40 Ns und das ist ein super schweres Problem, wenn man ein paar tausend Ns hat, wenn man ein paar tausend
Probleme hat, bei denen man vorbeikommen möchte. Das ist so ein Optimierungsproblem. Der Fahrplan oder der Flugplan von Fluggesellschaften lässt sich auch auf sowas zurückführen. Und noch schnell, um es fertig zu machen, das Rucksackproblem ist auch so eins. Man hat eine gewisse Menge Sachen, die man mitnehmen möchte. Die haben eine Größe und einen Wert. Und wir müssen jetzt hier aus diesem Haufen Sachen, die wir mitnehmen können, zum Beispiel zum Markt mitnehmen können in unserem Rucksack, das rausfinden, dass wir auf dem Markt einen maximalen Gewinn erzielen. Wir können nicht alles mitnehmen, weil sonst der Rucksack platzt, weil wir nicht alles reinkriegen, was wir mitnehmen könnten an Waren, aber wir wollen das mitnehmen, sodass wir maximalen Gewinn erzielen. Das ist übrigens auch das Verschnittproblem, wenn man Möbel herstellt oder sowas. Wie kann man aus einem gegebenen Stück Holz möglichst viele Teile von so einem Möbelstück herausschneiden, dass man möglichst wenig Verschnitt hat, den man wegwerfen muss. Die Stundenplanung ist übrigens auch NP-vollständig. Ja, das ist auch so ein Problem, dass NP hart ist. Und deshalb geht es eben nicht so mit den anständigen Stundenplan berechnen für Tausende von Studenten und ein paar hundert Lehrende und zig Hörsäle. Das ist NP-vollständig und das dauert eine Weile, bis man da das Optimum berechnet hat. Oder Verdrahtung von ICs auf einer Platine mit möglichst wenig Drahtlänge und Zeit, die es braucht, um von einem Pin zum anderen, von einer Funktion zur anderen zu kommen. Das ist auch NP-vollständig. Genauso, und darüber habe ich schon ein bisschen gesprochen, die Kryptographie und allgemeine Optimierungsprobleme, das sind alles so NP-vollständige, NP-harte Probleme. Und wenn Sie mal einen Algorithmus schreiben müssen, dann denken Sie darüber nach, ist das sowas Ähnliches wie das Rucksackproblem? Ist das sowas Ähnliches wie ein Traveling Salesman oder wie dieses Hamilton-Problem? Oder ist das sowas wie die Satisfiability? Wenn ja, dann wissen Sie, dass Sie ja nicht mit beliebig großen Mengen von Eingabezahlen arbeiten können. Dann wissen Sie, dass das eventuell sehr lange braucht zum Berechnen. Jetzt habe ich ein bisschen überzogen hier, weil ich dieses Kapitel noch fertig machen wollte. Heute Nachmittag geht es dann weiter mit dem noch kurz, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit im Semester, mit den Datenbanken. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns um 16 Uhr hier wieder. Auf Wiedersehen.